Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird wieder Zeit für die Abstimmung. Oh, ich freue mich voll. Aber auf jeden Fall für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, bei der letzten Abstimmung haben zwei Titel so gesehen gewonnen, die waren auf Gleichstand. Und zwar ist es einmal Requiem of the Rose King und A Man and His Cat. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hätte auch alle anfangen können, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Deswegen finde ich es ganz erfrischend, dass mal zwei gewonnen haben, aber es muss auch nicht immer so sein. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich schmeiß gleich meinen Generator an und wir suchen uns die nächsten drei Titel aus, für die ihr abstimmen könnt. So, ich habe mich wieder klein gemacht und hier ist mein wunderschöner Zufallsgenerator und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang, sondern starten. Ich bin sehr gespannt, was es wieder wird. Ich habe auch gar keinen besonderen Wunsch, weil ich einfach nur gute Reihen drin habe und ich möchte jede davon anfangen. Also von daher, let's go. More Than a Doll. Interessant. So, hier habe ich mal den Titel aufgerufen. Und zwar ist das ein Titel von Egmont und der läuft gerade noch in 9 Bänden. Und ich lese einmal ganz kurz vor, worum es geht. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Der schüchterne Gojo geht neben der Schule dem Schneider nach und lebt sehr zurückgezogen. Marin hingegen ist quirlig, steht im Mittelpunkt und ist ein beliebtes Highschool-Girl. Jemand wie sie nimmt von einem Typen wie Gojo eigentlich keine Notiz. Eigentlich, denn sie hat eine geheime Leidenschaft, für die er genau der Richtige ist. Eine erfrischende Liebesgeschichte mit einem Hauch Erotik. Und ich finde die Cover halt voll schön irgendwie. Und ich habe eine Figur mal von der Protagonistin hier vorne gesehen und finde die halt voll schick. Die Story finde ich auch interessant. Ich hätte mal Lust auf etwas, so ein Manga, der so ein bisschen in Richtung Erotik geht. Von daher ist das ein sehr, sehr cooler erster Titel. Aber machen wir weiter mit dem zweiten Titel. Also es kann von mir aus immer noch gerne Abwechslung sein. Jetzt haben wir ja Erotik, Romance, bestimmt auch Comedy. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch More Than a Doll hat und mir mal sagen, wie es ist. Und hier haben wir Broken Girl. Ich glaube, der stand auch mal zur Auswahl schon mal in meiner Abstimmung. So, hier habe ich mal den Titel aufgerufen. Das ist auch eine Reihe von Egmont. Und zwar ist der in 3 Bänden abgeschlossen. Und der war tatsächlich schon mal in der Abstimmung drin. Und zwar zu Halloween, weil das ein Horror-Mystery-Titel ist, glaube ich. Und zwar geht es hier um: Ich wollte Schriftsteller werden, aber alles, was ich schrieb, waren Lügen. Bis zu dem Tag, an dem ich U traf. U, die nicht mit der Wimper zuckte, als ihre Freundin von einem Laster erfasst wurde. U, die noch zur Schule ging, aber nichts mit ihren Klassenkameraden gemein hatte. U, die mich kidnappte. Und das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Geschichte, weil hier ein junges Mädchen einen, Erwachsenen, ich weiß gar nicht, ob der erwachsen ist, aber auf jeden Fall älteren, jungen Mann kidnappt. Und die Geschichte muss einfach cool sein. Also wirklich ein sehr, sehr guter zweiter Titel. Vor allen Dingen auch eine kurze Reihe mit 3 Bänden. Von daher bin ich sehr zufrieden. Dann geht's weiter mit dem letzten Titel. Und jetzt ist schon gut durchmischt. Ich bin mal gespannt. Könnte wieder Girls Love sein. Immer sehr gerne. Aber mal gucken. Oh, Küsse und weiße Lilien für meine Liebste. Und ich glaube, der Titel war auch schon mal in der Abstimmung mit drin. So, hier haben wir die Reihe. Die ist von Tokyopop, wie man unschwer erkennen kann. Und die ist in 10 Bänden abgeschlossen. Und ich lese mal wieder kurz vor, worum es geht. Küsse und weiße Lilien für meine Liebste. Das bunte Leben der Mädchen von der Sairan-Akademie. Ayaka ist die Vorzeigeschülerin der renommierten Sairan-Akademie. Sie hat hervorragende Noten, ist freundlich und überaus beliebt. Doch mit dem Eintritt in den Highschool-Zweig der Akademie bekommt sie unerwartet Konkurrenz von Yurine. Im Gegensatz zu Ayaka hat diese zwar überhaupt keinen Spaß am Lernen, jagt ihr aber trotzdem ohne Probleme den Rang als Schulbeste ab. Das ärgert Ayaka so sehr, dass sie ihre Rivalin den Kampf ansagt. Yurine lässt sich darauf jedoch überhaupt nicht ein, denn sie interessiert sich viel mehr für Ayaka selbst als für irgendwelche Noten. Und das läuft in so vielen Girls Love so. Aber voll cool. Ich habe super gut durchmischt. Ich freue mich total. Auch ein sehr, sehr guter Titel. Auf jeden Fall war es das mit den Titeln, die für die Abstimmung auserwählt wurden. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben einmal More Than a Doll, was ein Romance-Erotik-Comedy-Manga ist. Dann haben wir Broken Girl, was ein Horror-Mystery-Titel ist. Und dann haben wir Küsse und weiße Lilien für meine Liebste, was ein Girls Love ist. Und damit ist das alles super, super toll durchmischt. Ich bin so gespannt, für welche Reihe ihr euch entscheiden würdet. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Reihe ihr besonders gut findet, für welche ihr abgestimmt habt. Und vor allen Dingen schlagt mir immer sehr, sehr gerne Titel vor, die ich mit in die Liste aufnehme. Wenn ein Titel öfter vorgeschlagen wird, nehme ich ihn grundsätzlich immer mit auf. Von daher schlagt mir fleißig Sachen vor. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Und genau, auf jeden Fall würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.